Schalamond, herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Wir sind an Bord des Organon-Kreuzers auf dem Weg nach Porta Fisco, wo das Fiasko hoffentlich auch ein Ende. Also wirklich. Ja. Wir müssen also das Bett vorbereiten, Goal. Hier ist einiges zu tun, aber der Brieföffner sieht sowohl unglaublich interessant aus. Zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, dem Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen, du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Sehr poetisch. Darf ich? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Okay, aber... Ja, wir haben den Brieföffner. Schubladenknopf und Bettknopf. Machen wir mal die Schublade auf. Beste zum Schluss. Okay. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Oh ja. Na, ich nehme sie trotzdem mit und zu damit. Was ist das hier? Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Tief rein. Nee. Nee, zugeschraubt. Vielleicht können wir mit dem Brieföffner... Na, das könnte funktionieren. Könnte. Wird. Okay. Der Schacht führt richtig... Wohin geht... Aua! Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Sieht cool aus. Das wirkt hier oben so ein bisschen wie... Wow, was ist das alles für Zeug? Wie eine Disco-Kugel. Und das ist ein Dancefloor. Nice. Wow, was ist das alles für Zeug? Okay, schon besagt überall das Gleiche. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Schön. Okay, dann gehen wir wieder zurück in die Kabine, weil... Mein Schrank. Mehr Outfit. Okay. Ein Knopf abdecken. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Oh, Kaffee. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Gucken wir mal. Boah. Sieht nicht eindrucksvoll aus, aber... Nehmen, was man kriegen kann. Nehmen, was man kriegen kann. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbecher. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Kaffee ist Kaffee. Kaffee aus Plastikbecher. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Okay, ich gebe mal den Kaffee in die Schuhe. Jetzt sind es Mokassins. Ah, herrlich. So, hallo, Bats. Na, hoffentlich schnarcht sie nicht. Das ist natürlich ganz wichtig. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Oh ja, Baby, das werde ich. Aber wir haben ja vorher noch einen Knopf. Ich muss den Knopf drücken. Ich muss es. Zu Ihren Diensten? Was? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Was?
Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Klingt gut. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Tu das. Okay. Oh Junge, das wird der Hammer. Dann... Go, Liebes, es wird Zeit fürs Bett. So, Growl, das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte, ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Ha, blöd. Okay, also zu Bett gehen und schlafen ist gestrichen. Wir müssen in den Computerkern eindringen, die Videoaufzeichnung löschen und dann geht's mit Go ab nach Elysium. Oh ja, yeah. Das geht es. Kommen wir nochmal ins Bett. Okay, einfach mal eben so schnell. Ach, das ist ein Lattenrost. Und ich, Trottel, habe mein Leben lang auf rostigen Latten geschlafen. Tja, so ändern sich die Zeiten, lieber Rufus. Nehmen wir mal mit. Der passt so schön in unsere... nicht vorhandenen Taschen. Was machen wir jetzt damit? Warte mal, wir können doch... Wir haben doch jetzt da oben den Klimaschacht freigemacht. Das heißt... Wir müssen auch wieder uns versuchen, da oben durchzuquetschen. Das muss der Computerkern sein. Und mal den Brieföffner. What? Okay, das geht. Das geht nicht. Dann würde ich sagen. Wir können ja versuchen, den Organer draußen abzulenken. Zu Ihren Diensten? Aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge. Wir werden alles tun, was nötig ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch. Aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über Ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. Okay. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Oh, das werde ich. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Okay. Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Okay. Die Wache überlisten. Warte mal, der hat doch unsere Kabine durchsucht. Vielleicht können wir ihn ja ablenken, weil
Im Schrank sieht das ja ganz aus, als ob da einer stehen würde. Und dann schleicht er. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay. Warte mal, um die Illusion perfekt zu machen, können wir die Schuhe in den Schrank stellen. Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckt. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Okay, vielleicht finden wir noch ein anderes Opfer. Zu Ihren Diensten? So. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Versuch dein Glück, Euron. Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Echt mal. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Tu das. Okay, das hat also nichts gebracht. Und wir haben auch leider keine Handlungsmöglichkeit, wenn er drin ist. Ich behalte meine Sachen lieber bei mir. Auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Sieht auch ein wenig eng um die Hüfte aus. Ich behalte meine Sachen lieber, auch wenn ich... Okay. Den Rattenlast. Ich behalte meine Sachen lieber bei mir, auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Und dann einen ganzen Lattenrost darin versteckt. Vielleicht ich... Ja. Ich probiere mal was aus. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und, nö, sonst nichts. Okay, dann drücke mal. Ich meine, wir kommen ja da oben lang, aber zum Lattenrost könnte man doch theoretisch... Ich behalte meine Sachen lieber, auch wenn ich zugebe. Oh, oder doch? Aber wir sind doch da vorher schon reingekommen. Wir brauchen doch... Haben wir noch was Neues? Von diesen Terminals aus müsste ich die Videoaufzeichnung löschen können. Aber dazu muss ich erstmal darunter. Aber wie? Oh, das muss der Computerkern sein. Irgendwie hatte ich mir den, weiß auch nicht, weniger funky vorgestellt. Funky? Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Vielleicht könnte jetzt der Organ und denkt, dass da wer rein ist oder sowas in der Richtung. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Nicht zwangsweise. Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle! Okay, jetzt raus. Wo wollen Sie hin? Wonach sieht's denn aus? Ich dachte, ich vertrete mir ein bisschen die Beine. Dann tun Sie das hier, wo ich Sie sehen kann. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Wie können wir denn jetzt den Wachmann ausschalten? Nee. Das klappt nicht. Okay, doch, das klappt. Und zu das Bett. Hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe doch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Geschweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer.
wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich... Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Haben wir verkackt. Haben wir richtig verkackt. Okay, wir haben die Wache überlistet. Das heißt, wir müssen jetzt weiter in den Computer Cairn. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Okay. Dann gehen wir doch einfach mal hier rein. Okay. Und hier? Hä? Moment. Nanu. Also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Oh, hier geht's doch nicht weiter, auch nicht schlecht. Durch die Tür, den Gang entlang. Ach, hier haben wir noch was. Okay, da sind durch die Tür. Da waren wir noch nicht gewesen. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Okay. Oh. Ha. Okay. Aber es wird nicht random erzeugt. Das ist schon mal ganz gut. Wir sind jetzt also wieder am Ausgangspunkt. Was soll ich machen? Eine Falle für den Zeitungsjungen bauen? Okay, dann kombinieren wir mal nicht mit. Doch im Inventar. Nennt mich einen eitlen Gecken, aber ich möchte keinen braunen Fleck auf der Hose haben, wenn ich auf Elysium ankomme. Ist ja auch vernünftig, ja. Wenn wir auch mal den Kaffee mit der Fußmatte. Och. Hoppla. Oh. Was ist denn das? Was zum... Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Cool. Der ist ein Putzibot. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Okay. Warte mal, einen Getränkehalter. Geben wir mal einen bisschen Kaffee. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Oh, so einen hätte ich aber auch. Der ist niedlich. Und er hat... Na, sauber. Und du? Warte mal. Wir hatten doch... Habe ich noch Kaffee? Ich habe keinen Kaffee mehr. Ah, hier haben wir... Ich weiß, was wir machen. Können wir uns vielleicht noch einen Kaffee ziehen? Das wäre jetzt... Tatsache. Noch einen Kaffee aus Plastibächern. Okay. Dann werden wir jetzt einmal diesen Kaffee hier auf die Fußmatte kippen. Und dem Putzibot hinterherrennen. Und zwar so schnell wie... es geht. Der ist hier lang. Und jetzt? Ene mene mu. Ene mene peke. Hier? Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Noch Kaffee. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Yep. Ich habe eine Idee. Und diese Idee erfahrt ihr in der nächsten Folge. Stay tuned und so. Bis dahin, ciao.